BMW E36 Classic Car Projekt neigt sich langsam dem Ende zu. Was haben wir jetzt noch? Einen gesteckten Heckansatz. So, und zwar, das sind hier unsere guten und schönen Trümmer. Das sind im Endeffekt Kunststoffplatten, in dem Fall 10 mm ABS gefräst. Wir nennen die Steckheckansatzsätze, weil wir die wie so ein Puzzle hier zusammensetzen können. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen gestehen. Ich weiß die Sortierung noch nicht so ganz. Genau, und wir haben uns gedacht, das passiert vielleicht dem einen oder anderen auch. Also haben wir auf den Heckansätzen hier jeweils eine Nummer, also einen Punkt oder mehrere Punkte, und das Gegenstück hat auch den Punkt, dass man die Sachen zueinander findet. Also wie eine Blindenschrift sozusagen. Genau. Und ihr sucht euch dann im Endeffekt hier die einzelnen Pünktchen. Hier sind es im Endeffekt 8. Ergo, wir brauchen da Dinge mit 8. Und dann schiebt man sich das einfach so zusammen. Und jetzt pass auf. Klack. Habt ihr das gehört? Klack. So muss es sein. Das passt nämlich jetzt richtig geil. So, dann haben wir den ersten schon zusammengebaut. Der zweite auch. Passt. So, dann machen wir das Ganze hier auch noch. So, jetzt haben wir genug Lego gespielt. Jetzt schauen wir mal, ob das Ding passt. Ihr kriegt die natürlich auch wieder auseinander. Im Endeffekt einfach den Gummihammer nehmen, vorsichtig drauf rumkloppen und dann funktioniert das. So, so ist das gedacht. Also im Endeffekt die eingesetzten Finnen, die der Heckansatz standardmäßig schon hat, die machen wir optisch erheblich breiter, erheblich ausladender. Das ist, glaube ich, das, was auch jeder will, dass man hier ein bisschen mehr Power suggeriert. Wie ihr seht, das passt und flutscht hier wunderbar rein. Im Endeffekt ist dann anschließend nur noch das Ganze zu vernieten. Wir haben hier Löcher schon gefräst. Die Löcher kann man übernehmen. Ich bin der Meinung, ihr müsst jetzt nicht unbedingt 6, 7, 8, 9, 10, 11, was weiß ich, 12 da reinjodeln auf das ganze Brett. Wenn da 6 drin sind, wird reichen. Natürlich ist aber genug, sind genug Nieten dabei. Das gleiche gilt im Übrigen auch dann für den seitlichen Teil. So, hier ein bisschen ausmitteln. Schaut, dass das in etwa übereinstimmt. Und dann hauen wir hier eben auch die Nieten rein. Hier empfehle ich vielleicht alle zu setzen, damit die Positionierung passt. Fangen wir mal mit dem mittleren Teil an. Das mitteln wir noch mal kurz aus, prüfen Symmetrie und bohren dann die Löcher. Ganz kurz noch eine Sache. Es gibt Fahrzeuge, die haben hier den Heckansatz noch original drin. Es gibt auch Leute, die kaufen den original. Dafür ist es konstruiert. Jetzt haben wir hier auch einen Nachbau-Heckansatz. Hier steht irgendwas von Pego-Form oder so ähnlich. Ja, wir haben Glück. Das hat gepasst. Also die Kopie war eine gute Kopie. Aber es gibt auch Heckansätze, die passen überhaupt nicht. Da ist die Kopie einfach schlecht. Also wir übernehmen hier keine Haftung. Für ein Originalteil können wir sagen, passt, super. Für irgendeinen Nachbauteil müsst ihr sehen, gegebenenfalls dann halt euch das Original kaufen. So, was haben wir da für einen Bohrer verwendet? 5,5 mm. Schön ausgemittelt. Ich denke so, oder? Ja. So, dann haben wir im Handumdrehen einen saucoolen Heckansatz. Ich muss echt sagen, scharfe Nummer, ey. Von hinten, das Auto kommt richtig dicke auf Racing, passt gut zu all den anderen Bauteilen. Hier das gesteckte System von uns. Vielleicht kommt noch ein Heckansatz im tiefgezogenen Kunststoff. Dann eben in den Oberflächen schwarzglänzend und so weiter. Denn hier haben wir das Ganze dann unlackiert. Das ist ein mattes Schwarz. Kann natürlich noch lackiert werden. Ansonsten eben so, wie es hier ist. Das Ganze, wie ihr gesehen habt, easy mounting. Ein paar Nieten rein, klack, klack. Das Zusammenstecken des Heckansatzes geht ziemlich easy. Ja, und schaut auch mal im Shop rein, denn diese Stecksysteme, gerade beim Heckansatz, gibt es auch für diverse andere Fahrzeugmodelle. Einfach mal durchklicken, vielleicht ist dein Auto auch dabei. Dann würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, wohlwollende Kommentare, Glocke an, denn es kommen noch viele neue Dinge, viele neue Serien auch. Und ja, würde ich sagen, gute Fahrt. Seht ihr.